Es gibt auch andere Dinge. Das ist ein Paragraph. Wir werden derzeit sehr viel angesprochen und gerade von großen Unternehmen werden wir wegen der Vorschrift angesprochen und wegen der Thematik die Haftung des Arbeitgebers für die BAV. Im kleinen Unternehmen ist es noch gar nicht bewusst. Den kleinen Unternehmer, der versteht das im Zweifel noch gar nicht oder dem ist es gar nicht bewusst, wie und in welcher Situation er haftet und für was er überhaupt haftet. Die großen Unternehmen machen sich zusätzlich Gedanken und die Haftung, das ist im Prinzip eine Folge vom Betriebsrentengesetz. Und in § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, da steht deutlich drin, der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistung auch dann ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Also auf gut Deutsch, wenn man irgendeinen anderen einsetzt. Und ich sage immer, wenn ich an eine Versicherung überweise, ist das Geld endgültig weg und ich komme nie mehr ran. Wenn einer sagt, na okay, wenn ich dem Mitarbeiter das Gehalt ausbezahlt hätte statt der Entgeltumwandlung, wäre das auch endgültig weg. Sage ich, ja, dann wäre es endgültig weg, das wäre noch viel besser, weil dann ist auch die Haftung weg. Dann sind die 100 Euro jetzt bezahlt und das Ganze ist erledigt. So sind die 100 Euro bezahlt und die Haftung ist noch im Haus. Also das ist das Thema, was man einfach wissen muss, dass man als Arbeitgeber haftet. Und zwar unabhängig, ob ich Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, egal was ich gemacht habe, ich hafte immer persönlich und unmittelbar. Und wenn man zurückgeht und sagt, na, wie schaut es beim Versicherer aus, haftet er auch dafür? Dann gibt es im Versicherungsaufsichtsgesetz, das für den Versicherer gilt, am § 89 mit der Überschrift Herabsetzung von Leistungen. Und da steht drin, ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögenslage, nicht irgendwo vom Kapitalmarkt, sondern Geschäftsführung und Vermögenslage, eines Unternehmens, Unternehmens ist die Versicherungsgesellschaft gemeint, wir sind ja im Versicherungsaufsichtsgesetz, dass dieses für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtung zu erfüllen, dann können alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherung der Rückkauf und die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlung darauf zeitweilig verboten werden. Also der Versicherer hat schon Möglichkeiten, an das Ganze ranzukommen. Wenn der Versicherer Auszahlung verbietet, heißt ja nicht, dass der arbeitsrechtliche Anspruch vom Arbeitgeber vermindert ist. Oder schauen Sie im letzten Jahr, Juni, Bundesarbeitsgerichtsurteil zur Pensionskasse, der Arbeitgeber verurteilt worden, eine Differenz, die Versicherer nicht erwirtschaftet hat, wie prognostiziert, nachzuentrichten. Das ist ein Thema, das für verschiedene Unternehmer immer wichtiger wird. Und wo Unternehmer natürlich sagen, na okay, wenn ich schon für das Ganze hafte, dann will ich auch bestimmen, wo das Geld investiert wird. Ob das jetzt eine italienische oder eine griechische oder eine spanische Staatsanleihe ist, wenn ich Griechenland für besser halte als Italien, investiere ich schwerpunktmäßig da rein. Wenn ich Immobilien besser halte als reine bedruckte Papierzettel und irgendwelche Urkundenzertifikate, investiere ich lieber in eine Immobilie rein und so weiter. Wenn ich unternehmerische Werte als Sachwerte, als Produktion, als Quelle von Einkommen und Substanz werthaltig halt, als das andere, investiere ich da rein, investiere ich in Private Equity, investiere in solche Dinge.